Herzlich willkommen zurück zu Dynasty Warriors 4. Wir machen weiter mit der Way Story, 5. Akt. Nachdem wir den Feuerangriff bei Chibi tatsächlich vereitelt haben. Los geht's. Geilen Cutscene-Fang, Mann. Way, Akt 5. Der Fall von Wu. Ist alles in Ordnung? Schau dir den See an. Ob die Welt eines Tages auch so friedlich vor uns liegen wird? Früher als du denkst. Vergiss nicht, wir sind hierher gekommen, um das Reich der Wu zu stürzen. Ja. Nur um den Aufstand zu beenden, spiele ich noch einige Zeit in Schurken. Sun Jian, bereite dich auf dein Ende vor. Das war eine sehr schöne Cutscene, wie ich finde. Das zeigt einfach mal, wenn die Waffen nicht einander kreuzen, wie friedlich doch die Welt ist. Erst wenn es ein Kriegsszenario gibt, wird so eine friedliche Umgebung ja, zu einem grauenvollen Schlachtfeld. Und die haben einfach mal ein bisschen die Momente der Stille genossen, kann man sagen. Die Ruhe vor dem Sturm war es quasi. Gut, Wei bereitet sich auf die letzte Schlacht gegen Wu vor. Der Sieg bei Chibi hätte entscheidend sein sollen, doch Wus Truppen erwiesen sich als überraschend zäh. Nach der letzten Niederlage lechzen sie nach einer Chance, sich zu rächen. Gerade jetzt taucht ein Überläufer von Wu auf, der anbietet, den Angriff des Wu-Gebiet zu führen. Außerdem werden wiederholt Spione Wus in der Nähe von Burg Farm gesichtet. Je näher die Schlacht rückt, desto größer wird die Anspannung. Cao Cao entscheidet sich für Hefei als Ort des Hauptlagers, führt eine große Armee aus Xucheng heraus. Ein möglicher Gegenangriff muss jedoch in Betracht gezogen werden. Die Wu-Truppen im Auge behaltend ziehen sie nach Hefei. Leichte Besorgnis durchzieht die Reihen Cao Caos. Tja, aber einmal die Burg Fan, die Belagerungsschlacht, die wir auch schon mit Wu-Armee mal gemacht haben. Cheating natürlich. Zhou Fangs Hinterhalt. Und Hefei. Das spielen wir auf jeden Fall mit Zheng hier und geht's richtig ab. Hefei wird wahrscheinlich nicht so schwer auf der Seite der Wei-Armee. Mal schauen. Und wir fangen natürlich chronologisch an mit der Burg Fan. Los geht's. Die Belagerung der Festung Fan. Wei vs. Wu. Verteidige Burg Fan gegen die Armee Wus. Zerstöre die Belagerungsmaschinen. Perfekter Zeitpunkt, mal den neuen Charakter aus Dynasty Warriors 4 auszuprobieren. Cao Ren. Los geht's. Komplett neu am Start. Gab's in Dynasty Warriors 3 noch nicht. Und Standard-Outfit mit den Stacheln. Oh, in Silber. Was ist das denn? Wie so ein Assassin, hat das im Mundschutz irgendwie? Ganz komisch. Würde ich nie nehmen, das sieht richtig bescheuert aus. Und auch nicht den coolen Stacheln. Hat er von den Römern, von den römischen Legionären, einen Helm geklaut. Das ist actually ein Tribunshelm. Was zum Geier. Wie dumm sieht das hier aus? Wenn mir gar nichts aussieht. Oh, so hätte Cao Ren in Dynasty Warriors 3 ausgesehen, wäre er da ein Charakter gewesen oder was? Auf jeden Fall sieht das cool aus. Das nehme ich. Das ist mal was anderes. Wir fangen tatsächlich diesmal nicht mit dem Standard-Outfit an. Da gefällt mir das durchaus besser. Wow, das Cao Ren-Outfit, das spricht mich gut an. Nehmen wir das. Seine Waffe ist Kai. Kai Wu oder was? Wie zum Geier. Kann man seine Waffe Kai nennen. Hey Kai! Hey Günther! Hey Leonard! Hey Olaf! Hey Kai! Ich weiß nicht, wie ich meine Waffe nennen soll. Ich nenne sie Kai. Ja, okay. Auf jeden Fall, die Waffe sehr defensiv angehaucht. V-Lune drauf. Natürlich mehr Leben gibt, Nahmannrüstung, bessere Bogenabwehr, Kavallerierrüstung, Abwehr zu Pferd steigt, Sternschärpe, verstehe ich nicht. Da sollte meiner Meinung nach das Schildkrötenamulett drauf. Der hätte mal eine typisch defensive Waffe. Typisch passend zum Cao Ren. Aber ja, ist okay, I guess. Ich meine, ne, außer die Kavallerierrüstung und Sternschärpe ist halt nice.
Schattensattel, Windkugel passt ganz gut zu Zaurenn, ich finde. Und komplett defensiv hier. Armschiene. Musu-Rüstung. Tiger-Amulett. Oh, ja gut, Tiger-Amulett ist nicht defensiv, aber es muss halt sein im Schwebenmodus. Und natürlich das Schildkröten-Amulett. Level 20. Also unbeeindruckt von Bogenangriffen. Wir stehen Sturmangriffen, also wir tanken jetzt alles durch, Leute. So muss das sein. So muss Zaurenn designt sein, Leute. Ich gehe jetzt mal auf Picke. Sun Quan muss besiegt werden. Zaurenn darf nicht sterben. Oh ja, ich muss mich selbst beschützen. Ich glaube, das kriege ich hin. Mann, schon ist unser Autofizismus. Schauen wir. Genshin. Alle am Start. Sehr schön. Bei den Gegnern haben wir Sun Quan mit Unteroffizier Chang Pu, Lu Xun mit Unteroffizier Ding Feng, das ist ja ein Ding, Sun Chengxiang mit Ling Tong als Unteroffizier und Zhou Tai mit Xu Sheng, Lu Meng mit Jiang Xin und Tai Shi Si mit Zhu Ran, dem Meister des Feuerangriffs. Mal gucken, ob die Schlacht auch so viel Spaß macht, wenn man die Burg verteidigen muss. Die Burg zu belagern hat unglaublich viel Fun gemacht. Burg Fun, Provinz Jing. Der Feind ist uns zahlenmäßig überlegen, aber wir haben Geländevorteile. Geländevorteile, wie wir die Burg haben, ne? Zerstören, gewinnen. Belagerungsrampe wurde in Gang gesetzt. Ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal nur auf die Belagerungsgeräte konzentrieren. Ist das richtig? Könnte so sein, ne? Was? Hier ist halt gar nichts zu sein, weil Taishi Si. Oh mein Gott. Ich fliege erstmal 100 Kilometer weg. Das sieht jetzt auf jeden Fall. Yo, what, Mate? Yo, what? Das ist richtig dumm. Oh, man. Was ist das? Abgefuckte Scheiße. Geht nicht auf Pass, das ist eine gute Situation gewesen, oh mein Gott, oh mein Gott, ne, ich muss weg. Ich kann nicht gewinnen. Der ist zu stark. Hier, die muss weg. Das ist die olle Belagerungsrampe. Yo, wie viel hält die denn aus? Wie viel hält die scheiß Belagerungsrampe denn aus? Bin ich ja morgen noch dabei, wenn ich die zerstören will. Bin ich ja morgen noch am Start. Okay, nevermind. Yo, what, mate? Dieser Teich ist hier. Widerlich ist es, in dem es zu kämpfen. Und Leibwächter hier sind quasi non-existent hier. Oh, hier gibt es keinen Feuerangriff. Ja, ey, wie soll man denn hier alle Belagerungsräte abwehren in der kurzen Zeit? Weil die ganze Zeit himmelt wir vor Offiziere. Überall sind gefährliche Offiziere. Ist nicht nur hier. Weil der Teich ist hier, der übertreibt gerade ein bisschen extrem, ne? Eigentlich Offizier besiegt. Immerhin, den schon mal los. Immerhin eine Belagerungsrampe konnte man hier zerstören. Ey, dieser Taishi Si, ne? Geht mir so auf den Sack. Was mir noch mehr auf den Sack geht, ist das dumme Auto-Aim. Diese dumme Drecksteuerung in dem Spiel. Ich will Taishi Si angreifen und dann. Oh, ein anderer Typ ist näher an mir dran. Greift man den noch lieber mal an. Und dann punisht der mich dafür. Was ist das? Zaurenn ist auch nicht der schnellste, leider. Aber das sollte ihn finishen. Ja, na endlich. Taishi Si ist besiegt. Du bekommst meinen Kopf nicht. Soll ich auch mit deinem Kopf machen? Soll ich mir über den Kamin hängen? So schön ist auch nicht. Ich will lieber Liu Chans Kopf über den Kamin. Das ist makaber, ey. Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen. Ja, wir kämpfen doch. Unglaublich, dass sie ja nicht lange durchhalten werden in der Burg. Well. Ich meine, dass wenn die Burg vernichtet wird, ne? Was soll ich machen? Wenn wir die Versorgung unterbrechen, sinkt die feindliche Moral. Ich verliere nur, wenn Zaurenn stirbt. Und guck mal, wen wir spielen. Was? Versorgungslinie? Na komm her. Gleich. Gleich, so toll. Ich muss erst eure Versorgung stoppen. Na, was Meckes Pommes oder so für mich? Solche leckeren Sachen hier, hä?
Oder nur Chicken Wings. Und die nehme ich auch. Ah, Fleischbällchen. Joink! Meine! Orion, kommst du klar? Ja, nicht danach aus, oder? Bisschen überwältigt. Und hier ist ein Katapult. Ja, das Katapult. Das ist ein, oh mein Gott, und ein Ladungsrampen auch noch. Ja, ist klar. Und der Joe Tai geht auch richtig auf den Sack. Das wird eine eklige Ladungsschlacht. Jesus Christ. Katapult ist aber kaputt. Das ist mal einiges wert. Ich kann sie nicht zeigen, weil ich ständig unter Stress stehe. Meine Fresse. Das ist halt geil. Du schießt da noch nicht normale, ja, Klingen ab. Und du schießt da noch Feuer aus seinem Schild. Das ist richtig krass. Das ist nur ein nice neues 4 dabei. 5 schon mehr. War der Angriff ein bisschen stärker in dem Teil hier. Rap Attack! Was zur Hölle, Joe Tai? Freundlicher Offizier. Zu Schengen, du kannst gleich joinen. Oder hau einfach ab. Das ist mir scheißegal, hau einfach. Wichtig ist nur, dass wir den hier zurückgeschlagen haben. Ne? Nord, West, Ost, überall kommen die. Aus allen Himmelsrichtungen belagern diese Burg. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die alle zurückschlagen. Schau, Johann, kommst du wirklich klar? Ich hab ja so Angst, der Typ. Nahrungsrampe. Ja, danke. Jetzt komme ich leichter in die Burg. Sehr lieb von euch. Wir werden das Tor zerstören und die Burg einnehmen. Nein, jetzt rücken die anderen auch vor. Sag nicht, die rücken jetzt alle vor. Ich habe hier nur 3 Moralstellen. Oh mein Gott, die sind alle am Struggeln. Die sind alle richtig am Struggeln. Zeit, dass ich in meine Burg zurückkehre. Oh, jetzt kommt ein Ding auch noch. Yo, gerade vorne aufgeräumt und jetzt kommt er auch noch von vorne und greift jetzt hier wieder alles an. Oh, man. Okay, Leute, das zackt. Also, diese Schlacht auf Seite Way Army ist nicht geil. Super, super stressig. Das ist nicht so, der muss ganz schnell besiegt werden. Eine Umarmung von Zauren. Hier, Umarmung. Jo, ist gut. Chill schon mal. Du bist übrigens sehr stark von Zauren. Durch den Leck gecancelt und konnte weiterkommen. 1 Milliarde IQ Plays. Zeig mal wieder, dass ich das Spiel auf dem Kasten habe. Also, habt ihr das gesehen? Das war einfach so geil gemacht. Den Endleck von Musu cancelt, indem ich da runterfalle und dann eben als weiterkommen muss. Aber letzten Endes wäre ich trotzdem gepickt. Weil hier einfach viel zu viel los ist und ich komplett auf mich allein gestellt bin, weil manchmal ist es keine Hilfe. Bin ich honest. Aber Luxon ist tot und den Fäng auch. Angriff abgewehrt. Erfolgreich abgewehrt. Du bist noch stärker als die Leute sagen. Tja, wenn die Leute nur über mich sprechen, das wäre nicht viel zu verzeichnen. Oh, ey, du Mengestra! Und wer auf einmal weg? Ich meine, ist klar, ich wollte die Burg angreifen. Hab ich aber eben realisiert, was ist denn jetzt schon hier ist, ey. Ist hier hingeportet, ey. Was sagt er? Scheißegal, was er sagt, ich muss den Meng jetzt besiegen. Jetzt Zeit, diese Torns auszuchecken. Das auch Rennspiel ich ganz gerne, aber ne, in dieser Schlacht, ja. Niederlage ist Niederlage. Ich ziehe mich zurück. Heute! Nächstes Mal nicht, oder was? Nächstes Mal muss ich nochmal ja zurückziehen. Oder ich werde dich nächstes Mal wieder umbringen. Was sagt der? Ich kann das nicht verstehen. Das ist immer so blöd abgemischt. Oh, Cenku. Puh, mir ist Rüstung geschafft, Cenku. Veteran, ey. Yo, sag mal, ich kann gar nicht mehr glauben, dass es mal meine Burg war. Ist ja nur noch von den Einheiten überrollt. Yo, schau, wir hören, wo sie von Cenku sind. Das ist von Cenku. Ich bin ja von so Pfanz, Leute. Cenku ist zu dir.
ordentlicher Offizier. Und zack, eine Umarmung von Zorren. Nicht der Fall. Weißt du, was das sagt? Grab. Wie er den wegwirft, ey. Hat ein bisschen was von den, also von der Animation her, ein bisschen was von der Ice Warriors 8, ne, um die Südzone hat quasi. Ja, auch immer am Sprinten ist mit seinem Schild. Ich darf den Tor nicht hören, das ist richtig gerade. Vielleicht mal in eine ruhige Ecke und dann muss ich mir das auch hören. Lässt der Kampf unvermeidlich. Jetzt ist es gehört. Tja, wäre mal die ganzen Streitkräfte ab. Ich weiß gar nicht, was Sun Chengxiang da oben eigentlich macht. Das ist irgendwie verbuggt. Ich finde den Weg irgendwie hier nicht rein. Aber niemals ihn gerollt, oder? Wenn doch, dann. Das ist hier witzlos. Ich werde ihn aber besiegen, ne? Das gehört nicht dazu. Ich werde jeden Offizier auch mal killen. Sind wir hier, hat die Burg verlassen? Nö, kein Brock mehr, Bruder muss los. Los. Sind wir hier verlassen? Ich hab schon realisiert, dass die uns nicht mehr gehört. Wir sind mehr Blutdrucken drin als Raytrucken. Traurig, aber es ist die Wahrheit. Hä, Sun Chengxiangs Truppen? Kommen wir jetzt hier rein? Auf einmal hat sie doch einen kleinen Weg hier reingekommen. Neue Truppen zumindest. Sun Chengxiang selbst nimmt den Weg nicht in diese Festung. Fahren. Ja, Verteidigung mit Zauren. Geil. Unbesiegbar. Das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Denn Lang. Voller Erfolg da von Blue oder was? Die Stellung nicht halten. Du verlierst gegen normale Truppen, denn du jetzt so nicht dein Ernst. Nicht gegen normale Truppen verlieren. Meine Fresse, die verbünden mich wieder mal. Was machen die eigentlich? Also rumheulen. Und ich heule da rum, dass sie die Verbindung rumheulen. Classic. Woo! Ah, ich kann hier nicht runterspringen. Wow. Das ist bad. Das ist richtig bad, Leute. Da schaue ich mir mein Pferd. Ah, ich wollte da. Ja, ich habe doch getroffen. Er braucht Pfeil und Bogen, wenn man aus seinem Schild schießen kann, hä? Die Burg ist aber jetzt eigentlich erfolgreich verteidigt. So schickst du ja wohl die Burg 7, ne? So wird es einfach sein. Das ist ein bisschen schade, ne? Jetzt brauche ich gar nicht auf die Wu-Festung vorrücken. So, wann ja zu mir gekommen ist. Ich fordere dich heraus. Ich will noch gar nicht gegen dich kämpfen. Ich will auch mal dein Pferd ausleihen. Danke dafür. Kann ich nicht deine Schwester kurz umbringen? So ein Quam. Was ist los? Über die Brücke. Über sieben Brücken musst du gehen. Was? Zieht sich jetzt echt zurück? Nein, die Belagerung war doch nicht so geil. Ich gehe wieder zurück in meine Festung. Das ist so random. Nein, ich gewarte dich. Wenn ich jetzt gewinne, was sagst du dann? Sun Chengxiang. Dann bist du wahnsinnig, weil du mich wahnsinnig genannt hast. Wahnsinnig. Jo, Hauptmann am Tor, Ling Dong. Jo, verbindet euch. Am besten auch der liebe Gott auf eurer Seite. Der Lucifer Zeus ein spielbarer Charakter wäre. Oh, wait. Warriors Ultra 4. Das Tor war die ganze Zeit offen. Ich bin außen rumgegangen. Immerhin zum Quanz Pferd geklaut. Das Tor war wirklich offen, oder? So eine Tor. Bam! Oh nein! Ich brauche jetzt echt eine Axis Speed Service. Ja, da ist er! Ich glaube, es wäre schwerer, wenn wir nicht Zauber spielen, wenn wir mal
Der wäre in der Burg und wäre voll in Gefahr, ne? Oh Mann, schon wurde besiegt, obwohl ich wieder die ganze Zeit am Ficken bin. Obwohl ich jeden auseinanderreiße, wie so ein Gott. Und der hat gegen normalen Strom verloren. Weil normalerweise müsste die Moral doch unendlich krass sein, weil ich die ganze Zeit am Aufräumen bin. Was für ein Krieger! LOL. Der synchronisiert mich. Oh, der Katapult ist vernichtet. Yo, LOL, ich hab mich beschwert, so. Ey, ich wäre gerne in die Wu-Festung gegangen. Ne, ich hab null Moral. What? Die Moral generell ist quasi non-existent. Ich wäre gerne in die Wu-Festung gegangen. Ja, und jetzt muss ich nur in die Wu-Festung gehen. Jetzt muss ich wann da besuchen. Das ist ja sehr interessant, ne? Das ist ja sehr interessant. Also programmiert von Entwicklern. Ich meine, man hat gemerkt, Laum ist doch nicht so geil gewesen. Jetzt geht er sich zurück. Interessant. Wirklich. Oh, mit dir. Wo ist mein Pferd? War ja gesagt zu Quanz Pferd. Helfen wir den Verbündeten und rücken dann gemeinsam vor. Nicht, dass Genji jetzt wirklich gegen den Torwächter hier verliert. Das wäre ein bisschen sehr stupid. Das ist super auch da unten, ne? Und weibliche Wächter, ne? Wir können die Stellung nicht halten. Ja, ich bin doch da. Ich halte die Stellung. So, jetzt möchte ich aber nicht mehr, dass ihr hier rumjammert, okay? Ich habe gewartet. Auf wen? Bis der Arzt kommt? Auf den Weihnachtsmann. Das ist lange warten. Naja, ist ja gar nicht mehr so lang, ne? Bis Weihnachten. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier wahrscheinlich hochgeladen habe. Wo ich das aufnehme oder dauert es ein bisschen. 14 Tage, actually. Aufnahmedatum ist der 10.12. Yo, Ram Attack! Sieht so viel Lag, ne? Das sieht so cool aus. Einmal umarmen, bitte. Umarmen! Das ist so geil. Jetzt haben wir mal das Zauberrennen-Privilege, ne? Wenn wir mal diese Superarme haben und einfach die Gegner unterbrechen können, wenn die uns angreifen. Da, seht ihr das? Das ist doch cool. Irgendwie nur Zauberrennen. Du bleibst jetzt echt hier stehen und machst nichts mehr, zieh zu. Oh, come on. Und sind wir hier verliert gegen normalen Truppen? Oh mein Gott, nicht dein Ernst. Und Zenji auch, okay. Ja, wie gesagt, ist ja egal. Wir verlieren nur, wenn Zauren stirbt. Also verlieren wir gar nicht. Ich muss nur auf mich aufpassen. Und das geht wohin. Wann der letzte überleben ist. So. Ja, die Versorgung des Feindes wurde unterbrochen. Die Moral im Wu-Lager müsste jetzt schwinden. Perfekt. Das ist, was immer hier uns schon mal gesagt hat. Hat eigentlich damit mit wäre die Nachschubseinheit gemeint. Oh nein, da unten auch das Tor. Ja, passt ja. Haben wir nochmal den Nachschub gestoppt. Könnte man so schön hinterher platzieren, ne? Zwischen den Bäumen. Na ja, komm, ich nehme hier auch nochmal das Tor ein. Dann wird mich alles hier eingenommen. Und geht zu Sun. Ist der Move nicht geil? Ist der Move nicht geil, Leute? Das ist so cool. Und immer Feuerattribut. Wo wir keine Feuerkugel ausgestattet haben. Ram Attack! Ich mag Zauberrennen vom Fighting-Style und alles. Ist auch sehr innovativ. Mit dem Schild.
Da ich nur 6 habe, sind leider so einen blöden 3er gegeben. Der hat gar nichts zu ihm gepasst. Wir können die Stellung nicht halten. Das ist ein cooler neuer Charakter auf jeden Fall. Ich rede immer von neuen Charakteren, aber ich sehe das halt so von Dice Wars 3 auf 4, ne? Mittlerweile ist Sauren ja überhaupt kein neuer Charakter mehr, aber ihr versteht irgendwie, was ich meine. It's rain, man. It's rain, man. Das ist bad. So, nur ein Tor, ne? Da haben wir hier alles eingenommen. Wer ist jetzt eigentlich wieder in die Festung gegangen? Ist das Chenji? Die AI spielt gerade ein bisschen verrückt. Und wann der wieder zurückrennt? Oder in die Offensive gegangen ist? Unsere Verbündeten, Tzu, der chillt da nur. Der rennt wieder in die Runde. Obwohl die aus dem Ruhr geflohen sind. Sie sind verliert gegen normale Truppen. Im Tor. Richtig komisch. Hör auf, Sukwan, hör auf, mich zu verfolgen. Ich hab mir Angst. Auch kein Stalker. Nein. Ja. Nein, ja. Das heißt nichts Gutes. Was? Ich hab ein Tor eingenommen. Natürlich weiß es was Gutes. Ich hab ein Tor eingenommen. Eine Umarmung. Oh, was? Catch mich aus der Luft? Was ist das denn? Der Musum ist actually amazing, kurz auch, ey. Oh, so ein Quan hat sich auch wieder ein bisschen zurückgezogen. Das ist gut. Hä, guck mal, die AI! Was ist das? Jetzt rennt er wie so ein Besoffener im Lager hier rum. Die Schlacht ist so weird. Was passiert hier? Mein Let's Play passieren die wildesten Sachen. Was macht der jetzt? Rennt dieser Besoffene hier rum? Und jetzt ist er wieder an dem Punkt, wo er eben auch war. What are you doing? What are you fucking doing? So, da sind die letzten Überbleibsel. Wie ist sein Leibwächter da noch? Ja, das Stück. Blocken die Angriffe. Wow. Das ist ein bisschen verarscht. Das sah halt so aus, als hätte ich gerade so Beben gemacht. Mein Aerial, da war's. Oh, mein Leibwächter, actually, das war Lubu. Möchte gerne Lubu, der. Ah, shit, der versteckt sich da einfach. Wollte schon mal vom Pferd runterballern. Fällt das von mir aus? Nicht wirklich, aber die Leibwächter kommen. Ich stell mich ihnen jetzt so entgegen. Dass er noch so viel Moral hat, nachdem was alles passiert ist. Komplette Belagerung fehlgeschlagen. Truppen dezimiert. Versorgungslinie unterbrochen. Nur noch 6 Moralsterne. Also. Und wann? Der kennt mich bis zum Schluss. Sauren Privilege. Das wieder gesehen. Da! Er hat uns die Kombos und wir konnten ihn unterbrechen. Das ist schon witzig. Jo! Da! Schon wieder! Ach, Zauren. Kleiner Schlawiner, du. Üblicher Offizier. Ich ziehe mich zurück. Für Wu. Für Wu. Strömenden Regen, ne? Wunderbar. Gordon. Wie er guckt, ey. Eine Geist-Siegesposen. Gott, das war ein Hin und Her. Sehr lange gedauert, die Schlacht. Aber ich habe auch 100% gemacht. Alles geklärt heute. Ich hab nicht vergessen, was. Alles klar, dann geht's
Schlacht von Xiting beim nächsten Mal. Der Verrat von Zhou Fang. Das könnte auch ziemlich schwer werden. Die Schlacht auf der Seite der Wei Armee. Aber werden wir dann sehen. Leute, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. I'm gonna go get some more.